herzlich willkommen zu eurem Wunschvideo heute, Augenbrauenfärben leicht gemacht. Wenn ihr jetzt Geld sparen wollt, Zeit sparen wollt und wissen wollt, wie man zu Hause wie ein Profi mit Profi-Produkten selbst die Augenbrauen färben könnt, dann ist das jetzt heute euer Video. Bleibt dran! Also ich färbe meine Augenbrauen immer mit Refecto Sil. Ich bin 1983 in die Lehre gegangen, da haben wir angefangen damit. Das ist ein Produkt, wo ich sage, stehe ich 1000% dahinter. Es ist ein Profi-Produkt. Ich habe euch es unten in die Kommentare verlinkt, was es also ist. Ich möchte nur trotzdem einen Warnhinweis geben. Und zwar, es ist so, dass man bei Haarfarbe trotz alledem auch immer irgendwo eine allergische Reaktion zeigen kann. Dann geht bitte hin und wer da Bedenken hat, soll 48 bis 72 Stunden vorher in die Armbeuge oder hinter dem Ohr einen kleinen Allergietest machen. Ich lege euch das nur ans Herz. Also ich habe in meiner ganzen Laufbahn das noch nicht erlebt, dass also jemand allergisch darauf reagiert hat. Aber man weiß es nicht, muss es euch sagen. So, ja, dann starte ich. Es gibt Refecto Sil in ganz verschiedenen unterschiedlichen Tönen. Es gibt also einmal das Naturbraun, das ist die Nummer 3. Es gibt es in einem dunklen Schwarz, das ist aber dann eher für die Wimpern. Es gibt es in einem ja, hellen Naturbraun, ein 3-1. Und es gibt es auch in Grafit. Also wer jetzt unter euch vielleicht auch schon ein bisschen helleres Haar hat und möchte lieber einen Grafitton, also einen hellen Grauton, der kann das natürlich auch tun. Und zwar wird damit also das Haar, was schon ergraut ist, an manchen Stellen abgedeckt. Oder ihr bekommt einfach eine definierte, tolle Augenbraue. Ich starte immer, oder für den Anfänger ist es besser, wenn ihr mit einem kleinen Augenbrauenstift vorarbeitet. Das heißt also, die gewünschte Form, die ihr also haben möchtet, die müsst ihr euch an der Kontur entlang zeichnen. Ich zeige euch das mal. Ich nehme jetzt hier den Spiegel und kämme mir die Augenbrauen jetzt erstmal so nach oben. Dann nehme ich mir den Slimliner. Ich gehe auch nicht auf die Haut in der Augenbraue, sondern ich gehe die Kontur entlang. So, wie ich es also nachher auch mit dem Färbemittel dann hier auftragen möchte. Ich gehe mir jetzt hier in die Kontur und auch auf der anderen Seite hier in die Kontur. Nehme mir hier den kleinen Bereich unter dem Auge, strichel mir das und gehe mir hier unter der Augenbraue entlang. In die Mitte gehe ich nicht, denn das ist ein Wachsstift. Und ich möchte ja, dass also die Farbe auch auf der Haut ist. Die Augenbrauen, die sind niemals alle genau auf einer Höhe. Ich zeige euch das jetzt mal. Bei mir ist es also auch so. Ich habe also auch etwas unterschiedliche Augenbrauen. Bin mal in einem Video gefragt worden, ob ich das extra gemacht habe. Nein, es hat die Natur so gemacht. Und so ist es bei den anderen auch. Man kann natürlich dann durch ein Mikroblading das ungefähr auf einer Höhe bekommen. Aber beim Augenbrauenfärben ist es ja eigentlich so, dass ihr die Härchen ein bisschen mehr definiert haben wollt. Dass ihr halt einfach das Auge ein bisschen mehr betont, denn die Augenbraue ist der Rahmen vom Gesicht. So, ihr seht die rechte hier, die ist schon ganz schön. Die habe ich mir schon gut vorbereitet und gut vorbemalt. Hier seht ihr, da ist sie etwas dünn. Das hat wahrscheinlich auch irgendwo jeder von euch, dass also die Augenbrauen, wie gesagt, auch jetzt von der Dichte etwas unterschiedlich sind. Obwohl die meisten also auch immer Probleme haben, ist auch am Ende von der Augenbraue. Da wird es nämlich meist ein bisschen heller, ein bisschen lichter, ein bisschen dünner. Und deshalb fangen wir gleich auch dort an. So, ich nehme mir hier so ein kleines Töpfchen. Das ist also jetzt speziell für Augenbrauenfarbe. Das nehme ich, weil ich es halt auch einfach bei mir im Salon benutze. Ja, aber ihr könnt da auch einen ganz kleinen Topf nehmen, was ihr gerade so zur Hand habt und könnt das also einrühren. Dann nehme ich die Augenbrauenfarbe. Wie gesagt, ich nehme das Naturbraun. Ja, entweder 1 oder 2 cm. Ich gebe jetzt hier mal 2 cm rein, dann habe ich also auch genug. Dann nehme ich hier den Entwickler. Der ist flüssig und bei 1 cm braucht ihr 5 Tropfen und bei 2 cm braucht ihr 10 Tropfen. Wie gesagt, 7, 8, 9, 10. So. Dann gibt es hier immer bei der Farbe, wenn sie neu ist, so ein ganz kleines Stäbchen aus Plastik. Damit kann man grundsätzlich auch die Augenbrauenfarbe auftragen oder wenn die Wimpern gefärbt werden. Aber ich benutze immer
einen Stift von BH, den zeige ich euch jetzt gleich, wenn ich es hier verrührt habe. Ist es wichtig, dass also die Augenbrauenfarbe nachher ganz cremig ist, dass sich keine Klümpchen bilden. Ihr könnt ja immer mal so ein bisschen tupfen, stochern, drehen, so lange, bis das zu einer ganz schönen, gleichmäßigen Creme miteinander verbunden ist. Dann habe ich hier von BH Cosmetics, bekommt ihr in der Drogerie, diesen Augenbrauenkamm, der hier hinten den abgeschrägten Pinsel hat. Und mit diesem Pinsel arbeiten wir jetzt. Und zwar gehe ich jetzt hier ganz leicht erstmal, streife so ein bisschen an der Seite ab, an meine hellere Seite. Also ich habe den Eindruck, dass diese Seite bei mir immer ein bisschen lichter, ein bisschen heller ist. Deshalb beginne ich dort, damit die Farbe auf dem Bereich länger drauf bleibt. Jetzt nehme ich mir wieder meinen Spiegel. So, und beginne erstmal mit den beiden Seiten. Dann nehme ich mir zum Schutz des vorderen Bereiches hier noch etwas Creme, gehe mit dem Pinsel hier einmal rein, gehe mir genau entlang unter und über den Augenbrauen noch einmal mit etwas normaler Creme. Da könnt ihr alles Mögliche nehmen. Es geht einfach darum, dass das etwas geschützt ist und dass die Augenbrauenfarbe auch nicht jetzt auf die Haut hier kommt. Ihr solltet, wenn ihr das Ganze vorbereitet, auch immer hier schon ein paar Q-Tipps haben, damit ihr den Überschuss, was also nicht so funktioniert, immer noch mal wegwischen könnt. So, ich habe jetzt die Seiten. Die sind jetzt hier hinten an der Seite schon ein bisschen länger dann drauf. Dann gehe ich weiter und fange mit dem vorderen Bereich an. Und zwar mache ich mir links und rechts hier jeweils so einen Strich. Und dann seht ihr, habe ich ja hier den abgeschrägten Bereich. Gehe einmal hier und einmal hier rüber. So, dann versuche ich exakt die Form meiner Augenbrauen nachzuzeichnen. Gebe mir hier auch wirklich Mühe, dass ich also nicht so weit über die vorgezeichnete Form komme. Die andere Seite habe ich mir schon vorne etwas vorgemalt. Das überprüfe ich nach vorne jetzt nochmal. Also ich bin von Natur aus dunkel. Das heißt also, meine Augenbrauen sind mit dem Naturbraun auch in der richtigen Farbe. Ich müsste sonst das Haar aufhellen, aber ich mag es eigentlich ganz gerne bei mir persönlich, wenn es ein Unterschied ist und die Augenbrauen ein bisschen dunkler sind. Mich stört das jetzt nicht. Manche würden es vielleicht auch noch ein bisschen heller färben. Dann nehme ich mir einen Q-Tip. Wenn ihr halt jetzt hier über eure Linie gekommen seid, dann könnt ihr das jetzt noch gut entfernen. Vor allen Dingen, wenn die Creme ringsum auch aufgetragen ist, dann geht das sehr schnell weg, ohne dass es also jetzt auf der Haut klebt und halt nicht mehr runter geht. Kontrolliere das jetzt nochmal. Das ist kein Hexenwerk, wenn man jetzt überlegt, dass also die Farbe 5,99 Euro kostet und ungefähr der Entwickler liegt so bei 7, 8 Euro. Wenn ihr überlegt, wenn ihr zum Friseur geht, ja, dann ist es halt wirklich tatsächlich so, mit einem Mal, dass ihr euch das angeschafft habt, habt ihr eigentlich schon euren Kauf hier wieder raus. Es macht die Übung. Augenbrauen färben würde ich sagen, so 3 bis 4 Wochen hält es ungefähr. Je nachdem, wenn Sonneneinstrahlung ist, wenn ihr im Urlaub seid, dann geht die Farbe natürlich etwas schneller auch wieder runter. Aber ansonsten, also hält es gut schon 4 Wochen. Ihr braucht das nicht so häufig zu machen. Die Farben können auch untereinander gemischt werden. Wer jetzt sagt, also mir ist jetzt das Naturbraun zu dunkel, der kann es mit diesem 3-1 noch mixen. Eine Möglichkeit ist auch, das Graphit mit Naturbraun zu mixen. Also da kann jeder noch mal irgendwo seine individuelle Farbe rausfinden. Ja, die Augenbrauen, die sind sehr, sehr schnell, dass sich bei manchen die Augenbrauen anfärben. Das heißt also, die Einwirkzeit, auch noch wichtig, liegt zwischen 2 und 10 Minuten. Ich habe sie auch schon mal vergessen und hatte sie 20 Minuten drauf und ist es Gott sei Dank auch gut gegangen. Denn was passiert, wenn ihr eine Panne habt? Da gebe ich euch auch mal ganz schnell einen Tipp. Dann geht ihr hin, nehmt euch ein Wattepad, macht etwas Shampoo drauf und reibt euch dann mit diesem
Shampoo gefüllten Wattepad, also immer über die Augen. Denn es ist tatsächlich so, das Dunkle erscheint meist, weil das halt auf der Haut noch drauf ist. Und wenn ihr das also schnell wieder runter bekommt, dann ist das Ganze eben nicht so dunkel. Oder man kann mit ein bisschen Alkohol, also sprich einem Gesichtswasser mit Alkohol zum Beispiel, wenn man das hat, kann man schnell noch mal rübergehen und dann löst man die Farbe also auch von der Haut und dann wird es deutlich heller. Oder wie gesagt, mehrmals, so ist es ja auch, wenn die Farbe zu dunkel ist beim Tönen zum Beispiel, geht man ja auch mehrmals mit dem Waschen dann drüber und dann wird es halt auch heller. Oder auch noch ein Tipp, Spülung. Ihr könnt euch auch dann Spülung auf die Augenbrauen dann geben, dann löst sich das eben auch schnell. Das wäre, wenn ihr eine Panne habt, dann damit ihr einfach mal schnell das Ganze wieder in den Griff bekommt. So, jetzt seht ihr, das ist bei mir immer so und das werdet ihr auch haben. Eine Seite geht immer schneller und eine Seite ist einfach irgendwie immer ein bisschen dunkler. Die bleibt jetzt noch ein bisschen länger und diese Seite, die nehme ich jetzt schon mal weg. Mit warmem Wasser und einem Wattepad. Aber ich zeige euch auch noch mal einen Trick, funktioniert, finde ich, noch sehr viel besser mit Reinigungstüchern. Dann nehmt ihr euch einmal hier so ein Reinigungstuch und geht jetzt schon mal hier einmal, seht ihr, so über die Augenbraue rüber. Das geht relativ flott. Ich schaue es mir noch mal an. Ja, das ist ganz schön geworden. Die lasse ich noch ein bisschen. Wir sehen uns gleich. So, die Zeit ist um. Die andere Seite, die bei mir immer etwas länger braucht. Ja, das ist so mit der Zeit, tüftelt man das so ein bisschen aus. Ich habe die sonst immer komplett gleich abgemacht in der Anfangszeit und habe dann gemerkt, na, die andere Seite hätte noch ein bisschen länger drauf bleiben können, wenn ihr das auch habt. Das ist kein Beinbruch. Selbst wenn die runter ist und noch ein bisschen heller ist, ja, dann nehmt ihr euch einfach nochmal die gleiche Farbe, werft sie nicht direkt weg, nehmt die gleiche Farbe und gibt es nochmal entweder auf den hinteren Teil. Manchmal ist es auch so, dass also der hintere Teil noch so ein bisschen mehr Farbe braucht. Gibt es einfach nochmal drauf. So ihr Lieben, das war's, die Tipps wieder vom Profi. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, abonniert gerne den Kanal oder besucht mich bei Insta, da habe ich auch immer ganz tolle Tipps. Augenbrauen sind nicht immer Zwillinge, das sind auch schon mal Geschwister. Nehmt euch und alles nicht so ernst. Bis dann ihr Lieben, ciao!